noch gut hören, bitte. So viel haben wir, glaube ich, noch nie gehabt wie hinten. Gut aufpassen, dass der Fackel wirklich in die Luft geht. Gut, also. Schön seid ihr da. Ist natürlich super, so eine Fackelabfahrt, wenn es auch ein bisschen Fackel hat. Merci im Skilift. Klaus Hoffner noch dort. Merci. Unter beim Zauberteppich sind, dort ist ein Tisch. Da hat es warme Wein, Tee und Kuchen. Wir treffen uns schlussendlich alle dort. Der Tee ist vom Tee und Wein ist vom Landhaus gesponsert. Die Fackeln sind vom Tourismus. Und die Küche hat wie immer Zigaunen gemacht, auch wenn der Rolli behauptet, er sei es gewesen. Also jetzt, wir machen zwei Gruppen. Wir fahren wirklich langsam gegeneinander und voneinander fort. Langsam. Es ist kein Rennen. Wir fahren wirklich im Flug, dass alle nachher mögen. Wenn eine Fackel plötzlich runtergebrannt sollte sein oder irgendetwas nicht funktioniert mit der Fackel, rühren sofort. Es hat immer Lehrer zwischen und das Hinterste hat es auch, die dann löschen. Also bevor ihr selber brennt, fallen ihr einfach die Fackeln weg in den Schnee. Gut, also. Thomas fährt auf der linken Seite vor, ich auf der rechten. Die Lehrer sind zwischen und ganz sicher das Hinterste, wo noch je. Dann besser noch gut. Müssen wir noch Fackeln haben? Also gut. Muss jemand noch Fackeln haben? Hey, wie habe ich noch? Damit!